Ja, es ist immer eine Ehre, hier dabei zu sein bei dieser Veranstaltung. Ich freue mich auf jeden Fall, wieder die Jungs von der Nationalmannschaft zu sehen. Ich freue mich, jedes Mal mit denen gemeinsam mich zu messen, sowohl vom Norden als auch vom Süden. Also es wird auf jeden Fall Spaß machen. Klar freue ich mich. Also ich hoffe, das wird jetzt hier viel Spaß machen. Ich habe ja nur das All-Star-Game in den USA oder so mal gesehen und ich hoffe, hier wird es ein bisschen intensiver und ein bisschen besser, weil hier werden ja die Top-Spieler aus der NBBL sozusagen teilnehmen und ich freue mich drauf. War ein richtiger Genuss. Ich finde es natürlich klasse. Ich finde auch, dass die Spieler das verdient haben, über die tollen Leistungen, die sie bringen in den Vereinen, in der Nationalmannschaft, auch vor so einer Kulisse hier sich mal zeigen zu können. Und ja, auch für mich natürlich eine tolle Gelegenheit, die Spieler wieder zu sehen, zu treffen, sprechen zu können. Und nicht nur für mich, für alle anderen Trainer auch. Ich denke, die haben sich hier gut präsentiert und man kann sehr zufrieden sein. Also. Das gehört dazu, dass beim All-Star-Game nicht so intensiv verteidigt wird. Ja. Natürlich sind die Spieler ehrgeizig, aber sie sollen sich auch ein bisschen entfalten können. Und die taktischen Zwänge sind hier eigentlich nicht so angesagt. Und von daher kann man hier mal ein Auge zudrücken. Bei den Jungs, wenn sie nicht so intensiv verteidigen, dann eigentlich muss ja in den Vordergrund rücken, wie talentiert sind sie offensiv, wie spielen sie zusammen, wie kreativ sind sie. Und das kann man hier so noch sehr gut erkennen, dann, wenn das nicht ganz so intensiv zur Sache geht. Die NBBL oder der Schritt von der NBBL bis zur BBL, der ist natürlich noch riesengroß. Das ist natürlich trotzdem eine ganz wichtige Einrichtung, dass wir die Liga jetzt haben, in der die sich präsentieren können, in der sie Woche für Woche gute Gegner spielen können, ein höheres Trainingsniveau haben, in der Regel bessere Trainer haben. Und dann ist der Sprung natürlich noch riesig und da haben wir ja noch ein paar andere Ligen dazwischen geschaltet mit der Pro B und der Pro A, wo sie sich noch entwickeln können. Und, nichtsdestotrotz ist das schon, sind die Leistungen, die sie hier zeigen, sehr, sehr gut und ist das eine sehr gute Liga und ein wichtiger Schritt zum Profi.